Voll die creepige Geisterstadt hier alles. Nebel. Ich mag keinen. Ah, Schatz. Wusstest du doch, dass es hier noch irgendwas gibt. Der Nebel macht. Der Nebel hat's aufgefressen. Flupp. Der Nebel macht mir Angst, ich bin ganz ehrlich. Was soll das Symbol? Markiert diese Orte. Ist das noch ein Siegel? Nein, nicht soweit ich weiß. Vielleicht Angreifer? Und diese Leute hatten bestimmt viele Feinde da draußen. Kann schon sein. Selbst Piraten. So, wo bin ich hier jetzt gelandet? Tja, so ist das. Gibt's doch bestimmt irgendwo noch einen Schatz. Wohl überall. Jetzt nur die Frage, wie komme ich da rein? Ich muss auf jeden Fall ein Stockwerk höher. Oh, halt. Was ist das? Aha. Okay, einmal umdrehen. Das ist ein ganz normales Schloss. Okay. Drake, mach du dich und mich nicht unglücklich. Komm ich jetzt denn da hoch? Da will er nicht hoch. Captain Avery, hab mich schon gefragt, wann du auftauchst. Tja. Gott, ich hab mich verlaufen. Ansonsten gehe ich einfach nochmal hier rüber. Ha! Ja, ja, Verbündete finden. I know, aber ich will erst in diese blöde Zelle rein. Wo ich größtwahrscheinlich nicht hinkommen werde. Ach, da. Okili dokili. Hier entlang, mir nach. Da hat irgendwas geknarzt und ich kann nicht wirklich behaupten, dass mir das... Na, Drake! Hey, Sam, komm her. Das kann was sein. Ja. Tunnel sehen viel gröber aus als der Rest der Kolonie. Ich geh mal hier. Sackgasse. Ja, stimmt. Sieht aus wie eine Art Versteck. Hat gerade was geleuchtet. Hä? Ich bin schon vollkommen verwirrt. Ist das Symbol wieder? Ja. Wenn das Symbol von Angreifern stammen würde... Noch ein Piratensymbol. ...in einem Untergrund versteckt gefunden. Ja, vielleicht gab es Ärger im Paradies. Geheimgesellschaften, Rebellen. Wäre alles möglich. Dir das an? Sieht aus wie der Grundriss des Handels. Ja, es sind Rebellen. Die dürfen das. Ja, und Berg, da ist unser Schatzhaus. Hier ist der Ton. Was hatten die Kerle vor? Was fragst du mich das? Ich bin genauso ratlos. Ja, und wo geht's jetzt genau weiter? Soll ich hier zurücklatschen? Ich glaube, mit dem Zurück, das hat sich ein für alle Mal erledigt. Da komme ich nicht raus. Okay. Hm. Geh mir aus dem Weg. Irgendwo.
auch wenn die gleich diese Schalei-Leute sind, dann kriege ich aber die Motten. Und die Pimpernel. Sehr gut. Pfui, pfui, pfui. Okay, da kann ich meinen Enterhaken ranschmeißen. Da kommen wir raus. Werfen wir doch. Okay, ja, okay. Dann mal los. Ich sehe Licht da unten. Buh! Heilige Scheiße. Hey, da ist doch mehr von der Kolonie. Ich würde sagen, ich schwinge mich mal. Dahin. Ja. Oh. Sieh mal. Verdammt. Schau, Leute. Sie haben uns noch nicht gesehen. Soll auch so bleiben. Okay. Halt den Kopf unten. Wollt ihr gerade dasselbe sagen? Ja, ja. Komm zu Papa. Ich weiß nicht, wo die anderen alle sind. Okay, da hinten haben wir noch einen. Der wäre schon mal weg. Ich weiß nicht, ob da unten noch einer ist. Da oben ist auf jeden Fall einer. Da ist einer. Da, oh, da ganz unten ist auch noch einer. Hier ist niemand. Alles sauber. Oh shit. Oh Mann, Mann, Mann. Muss ich die beiden überhaupt ausschalten? Naja, es wäre besser. So, wo war jetzt der andere? Lief ja noch einer rum. Hier hat einen erwischt. Wir müssen in der Nähe sein. Gut, Thema ist durch. Oh, da sind ja nochmal welche. That's not good for me. Okay, der haut ab nach da. Er geht nach unten. Ah, dass man sich die Laufwege immer da merken muss, das ist schrecklich! Okay, da hinten ist auch noch einer. Vorsicht, hier drüben hat's noch einen erwischt. Die sind doch hier, verdammt. So. Jetzt habe ich den auch. Jetzt catche ich mir ganz schnell den da hinten. Ja. So.
And he's gone. Und jetzt kann ich hier durchlatschen. Ich habe zwar jetzt keine Peilung, wohin, aber das ist mir auch relativ. Okay, da ist schon mal Dead End. Ah, wo muss ich hin? Sam, sag du mir doch, wo lang. Muss ich da hinten hoch? Es sieht fast danach aus. Soll ich denn da hinkommen, bitte? Ha. Oh, wenn ich den Sprung nicht schaffe, wird sie verstürzt. Das lassen wir mal. Ich muss irgendwie... Oder nach oben. Wir probieren es mal auf dem Weg nach oben. Oh, 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 oh. Ah, da ist noch eine von den Runkelrüben. Aber wie komme ich denn da bitte hin? Tja, schlimmer geht's immer. So. And you're gone. Schleich, schleich. Wo ist der Arsch? Nee, nee, nix. Wo ist der Arsch? Komm mal zum Fenster, dann zeige ich dir, wo der Arsch ist. Wo ist denn der jetzt hin? Hä? War der nicht vorhin noch hier? Geh weg! Hey, bist du da? Das gefällt mir gar nicht. Moment. Wir sind hier drüben! Scharfschütze, runter! Knapp! Ja, ich glaube, das... Na, Drake! Mach dich selbst doch nicht unglücklich! Ist der jetzt hier runter? Ich denke mal. Oh, was zu lesen! Dann lesen wir mal. Siehst du noch welche? Oder sind wir sicher? Franklin, vergib mir, ich habe gestern Abend in der Gegenwart unserer Familie nicht gewagt, dieses Thema anzusprechen. Ich wollte keinen Kummer bereiten. Seit einigen Tagen habe ich meinen Cousin Jack nicht mehr gesehen und gehofft, du weißt, wo er sich aufhält. Im Gefängnis habe ich bereits einen Frieden erzählt, wann ich das erste Mal dort gewahrsam hätte.
Aber nur die üblichen Trunkenbolde vor. Ich bin mir sicher, dass mir etwas zugestoßen ist. Aber niemand traut sich darüber zu sprechen. Ich sage es ganz offen, ich fürchte, es hat etwas mit dem Treffen unter der Kirche zu tun, an dem ihr beide zu jedem Halbmond teilnehmt. Es ist ein offenes Geheimnis. Und wenn ich davon weiß, ist es gewiss, dass die Gründe auch Kenntnis davon haben. Ich bitte dich inständig, sag es mir, falls du irgendetwas gehört haben sollst. Matthew. Mit Nomen.